So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Wir haben die Hauptstory beendet. Ja, gut. Wetterfeste Frisuren. Und wir sind jetzt endlich im Epilog angekommen und wir schauen mal, was der Epilog uns so zu erzählen vermag. Weil wir kriegen bestimmt noch ein paar, ja, ein paar Nebenquests. Ich hab's befürchtet. Nebenmission, Zeichen der Dankbarkeit. Irgendwer vom Diamantclan. Schwarzer Albtraum. Sprich mit Duncan. Alles klar. Ach, der ist direkt hier. Du bist derjenige, der meinen Auftrag angenommen hat. Dann kommen wir mal gleich zur Sache. Eine alte Legende in Hisui erzählt von einem dunklen Albtraum, der Menschen des Nachts auf einsamen Pfaden heimsucht. Ich glaube ja eigentlich nicht an solches Zeug, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das schreckliche schwarze Pokémon, das so aussah, wie es in der Legende überliefert wird. Es heißt, wer in einem von ihm erzeugten Albtraum gefangen wird, wache nie wieder auf. Wir müssen etwas unternehmen, bevor ihm jemand zum Opfer fällt. Ich habe das Pokémon auf halber Strecke zum Gipfel des Kraterbergs gesehen, in der Nähe der Kletterklippe. Ich war nachts alleine unterwegs, wie die Legende besagt. Aber pass bloß auf, dass es dich nicht erwischt, hörst du? Das klingt nach Darkrai. Du bist doch Mitglied des Forschungstrupps. Von dessen können alle schwärmen, oder? Ich hätte eine Bitte an dich. Du kennst doch sicher den Erztunnel, oder? Er liegt in der Nähe vom Obsidian-Wasserfall. Als ich neulich im Erztunnel ein paar schöne Steine aus der Wand graben wollte, hatte sich mir ein gefährliches Pokémon in den Weg gestellt. Könntest du es für mich beruhigen? Klar. Danke, wenn du bereit bist, das Pokémon in seine Schranken zu weisen, komm zum Erztunnel. Okay, hier scheint dann die Hauptgeschichte weiterzugehen. Hattest du auf dem Fest Spaß? Natürlich. Verstehe. Es war ja auch viel los. Ich habe sie noch nie so ausgelassen gesehen. Wie beim Fest, Kommandant in Celestis. Das haben sie sich nur eingebildet, Professor. Wie dem auch sei. Ihr Bericht zum Pokédex, bitte. Der jetzige Stand bezüglich der Vervollständigung des Pokédex kann sich durchaus sehen lassen. Allerdings glaube ich, dass wir noch mehr Pokédex-Aufgaben erledigen sollten. Zudem scheint es in der Hisui-Region Pokémon zu geben, von deren Existenz nur in Legenden berichtet wird. Oh Gott, wir fangen mit Kryptozoologie an. Ja, wer diesen Legenden... Diesen Erzählungen wirklich nachgehen sollten. Wir wissen noch zu wenig über die Geschichte und Legenden der Hisui-Region. Hallo. Habe ich zufällig gehört, was ihr gerade gesagt habt? Wenn es um Geschichten und Legenden der Hisui-Region geht, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Ich habe öfter mal blau gemacht und, ich meine natürlich, wenn es... Die harte Arbeit bei der Ginkgo-Gilde erlaubt hat, habe ich die Ruinen der Hisui-Region aufgesucht. Und daher bin ich überzeugt, dass ich euch einiges über legendäre Pokémon beibringen könnte. Aha, das klingt vielversprechend. Dafür wären wir Ihnen äußerst dankbar. Wolf, diese Aufgabe geht an dich. Höre dir an, was der Händler zu berichten hat und kooperiere mit ihm, falls nötig. Du traust ihm auch nicht, ja? Aber er hat uns ja geholfen. Er hat nichts Böses gemacht und er hat das Schicksal der Welt nicht besiegelt. Also eigentlich scheint er nicht böse zu sein. Wir werden derweil versuchen, auf andere Weise Informationen über Pokémon zusammenzutragen. Wunderbar. Wie wäre es, wenn wir uns dann in der Anhöhenbasis treffen, Wolf? Hauptmission Mythenjäger. Ich hätte dann nämlich auch noch eine Bitte an dich. Bis später. Alles klar, hier drin sind keine Nebenmissionen mehr. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich Geowatts Erdbeben beibringen kann. Ach, die hat sowieso eine Quest für uns. Dann passt das ja. Hallo Wolf. Wusstest du, dass der Sicherheitstrupp über ein ganz besonderes Mitglied verfügt?
In Sachen Pokémon-Kämpfe ist diese Person sowas wie unser Ass im Ärmel. Wie sieht's aus? Würdest du dich da mal in einem Kampf gegen unser Ass versuchen wollen? Unbedingt. Wunderbar. Warte gerade einen Moment. Ich habe zufällig euer Gespräch mitbekommen. Es wird also wirklich zu einem Kampf der Profis kommen. Unser Ass soll sogar Elite-Pokémon mit Links besiegen können. Alles ist bereit, folgt mir. Oh, ich habe jetzt eigentlich mit dem Lucario-Dude gerechnet. Weil der gehörte ja, glaube ich, zum Diamant-Clan. Und da ist auch schon unser Ass im Ärmel, Darius. Und Dantin Belila wollte eigentlich nur... Eigentlich bin ich nur ein einfacher Wachposten. Aber... Wenn ich vor dem Haupttor stehe, kann mich niemand besiegen. Okay. Sure about that. Okay. Level. Ja, okay. Level 62 kann sich sehen lassen. Zum Glück ist Valreiser so aufgepowert, dass man den nicht so einfach kaputt kriegt. So, da hat Valreiser gewonnen. Shinux, noch ein Elektro-Typ. Das gefällt mir nicht. Eisenschweif. Stahlattacke. Aber keine Stabattacke für das Viech. Ja, ich glaube, dann holen wir jetzt mal auch... Obwohl. Ja, unser zweites Pokémon, wenn wir hier wechseln, bringt uns natürlich auch nicht viel. Das ist ja Gestein gegen Stahlattacken. Ach komm, scheiß doch drauf. Geowatz verfehlen, das Vieh ist doch fett genug. Naja, egal, Dampfwalze. Und eine Tempo-Dampfwalze. So, was ist sein letztes? Staralili, okay. Ja, das sind so die Standard-Pokémon, die er hier hat. Halt auf hohem Level. Unheilböe? Seit wann kann das Vieh denn das? Naja, ist mir eigentlich wurscht. Walzer mit voller Kraft, dann hat es nämlich eine 100%ige Trefferrate. Das macht Walzer überaus mächtig. Ja, egal ob Ruheort. Wenn wir jetzt nochmal die Krafttechnik einsetzen, Walzer wird ja jede Runde stärker. Abgesehen davon, dass es noch angeschlagen ist. Ah, nee, vielleicht wird es nicht stärker, wenn ich Walzer mit Krafttechnik benutze, aber bin ich mir nicht sicher. Ja, gleich nochmal. Ich meine, ich könnte es auch mit dem Steinhagel einfach kurz umnieten, aber wer braucht das denn schon? Kampfwende. Du hast meine Verteidigung durchbrochen und dabei war ich so sicher, dass ich als Wachposten nicht versagen würde. Glaub mir, wenn ich dieses Dorf hier in Schutt und Asche legen will, dann mache ich das. Nehmt euch das immer noch übel, dass ihr mich rausgeschmissen habt. Dieser Ausgang war zu erwarten. Ich habe zu spüren bekommen, wie stark dich die Kämpfe gegen die Pokémon außerhalb von Jubeldorf gemacht haben. Meine erste Aufgabe als Wachposten war es, Bidiza davon abzuhalten, ins Dorf einzudringen. Seitdem habe ich unzählige Pokémon abgewehrt, doch zu meinem Verdruss konnten sich hin und wieder ein paar an mir vorbeischleichen. Mit manchen von ihnen habe ich mich aber auch angefreundet und ehe ich es mich versah, wurden wir richtig stark. All das habe ich meiner Arbeit als Wachposten zu verdanken, weil ich den Ort beschützen will, wo wir alle zu Hause sind.
Lass mich dir noch eins mit auf den Weg geben. Pass immer gut auf dich auf da draußen. Ich widme mich jetzt wieder der Bewachung des Tores. Oh, Leistungsfelsen. Sehr schön. Ist aber aufgefallen, ich habe noch die Alga dabei. Ich will die Alga gar nicht dabei haben. Ja. Wer hat das höhere Level? Die Alga oder Palkia? Aber die höhere Nummer Palkia, okay. Dann sind die sogar in der richtigen Reihenfolge. Muss ich nicht umsortieren. So, was ich aber machen würde, wäre eventuell mal eine Runde in unserem Haus pennen bis nachts. Weil die Sache ist die, ich muss hier ja noch Geisterflämmchen sammeln, ne? Und jetzt, da wir im Epilog sind, ist das ja eigentlich die Gelegenheit, das auch zu machen. Überall. Und das bedeutet halt sehr viel Sucherei. Das wird wirklich viel Sucherei. Aber da wäre es halt gut, wenn wir hier so Abenddämmerung sind. Beziehungsweise vielleicht sogar mal Nacht. Dass wir den Kram gut sehen, wer da irgendwo ist. Problem ist, ich habe halt absolut keine Ahnung, wo noch welche sein können. Weil, seien wir mal ehrlich, die meisten haben wir gefunden. Aber angeblich gibt es hier noch mehr. Und ich wüsste nur zu gerne, wo. Hier gibt es keine Missionen mehr, noch die Hauptmission. Duda, wie sieht es eigentlich aus mit meinen Anbauten, mit meiner Ernte? 33 Aprikokos. Ich baue nochmal Heilkräuter an. Ich wüsste halt echt nur zu gern, wo ich den ganzen Kram finde. Wo ich diese Geisterlichter finde. Hier drüben hinter dem Stein hätte ich es mir noch vorstellen können. Falls ich das da nicht schon mitgenommen habe. Problem ist, ich kann hier halt auch nicht eins unserer Pokémon rufen. Weil sonst hätte ich gesagt, okay, relativ simpel, ich kletter hier irgendwo einfach hoch. Und da oben befindet sich bestimmt noch eins. Aber ist ja nicht. Ich habe mich hier eigentlich schon gut umgesehen. Daher bin ich mir gerade unschlüssig, wo ich hier noch welche finden könnte. Warte mal, da hinten. Das sieht aus, als ob da Weg ist. Am Fluss lang, nach oben. Und wenn ja, dann befindet sich da bestimmt noch was. Nee, da ist kein Weg. Schade. Komme ich hier hoch? Mit Gewalt. Ich hätte mich wirklich bei Nacht auf die Suche machen sollen. Okay. Dann kümmern wir uns da zu einem späteren Zeitpunkt drum. Moment, muss ich noch eine Nebenquest annehmen? Bevor ich jetzt hier aus der Stadt abhaue. Der Zukunft entgegengraben. Erztunnel beruhigen. Schwarzer Albtraum bei Duncan. Ein Zeichen der Dankbarkeit. Ja. Und die Geisterlichter. Bei den Geisterlichtern weiß ich halt echt nicht, wo ich die überall noch sammeln muss. Aber werden wir früher oder später herausfinden. Okay, das ist sogar draußen. Das ist gar nicht hier drin. Das ist im Obsidian-Grasland. Oder habe ich die Mission einfach nicht markiert? Das kann natürlich auch sein. Ne, da ist er.
Oh, du musst Wolf sein. Jona hat mir viel von dir erzählt. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ach, ich erkläre dir am besten sofort, worum es geht. Oh, das ist ein Kerl. Also, ist egal, der hat jetzt die Stimme. Als ich klein war, habe ich mich mal im Obsidian-Grasland verlaufen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und lief weinend umher, bis ich zu einer schönen Blumenwiese kam. Dort bin ich auf ein Pokémon gestoßen, das ich noch nie gesehen hatte. Es hat mir eine Blume geschenkt und ist dann vor mir hergelaufen, als wollte es mir den Weg weisen. Dank dieses Pokémon habe ich es wohlbehalten wieder nach Hause geschafft. Leider bin ich nie dazu gekommen, mich bei ihm zu bedanken, und genau deswegen würde ich es gerne wiedersehen. Aber ich finde die Blumenwiese einfach nicht. Würdest du sie bitte für mich suchen gehen? Hier sind meine einzigen Anhaltspunkte. Du erhältst eine Grassidea? Mit dieser Blume, manchmal auch als Teil eines Bouquets, kann man an speziellen Tagen seine Dankbarkeit ausdrücken. Sie ist die gleiche Blume, die mir das Pokémon damals gegeben hat. Ihr Name ist Grassidea. Oder Grazidea. Bitte tu mir den Gefallen. Finde die Wiese im Obsidian-Grasland, auf der diese Grassidea wachsen. Geht klar. Drüben haben wir die Hauptmission. Wir haben ja hier die Flora. Dings. Da würde ich einfach mal als erstes nachschauen. Weil das heißt ja schon Flora. Flora bedeutet Blume. Hier scheint die Wiese zu sein, von der Mahiro gesprochen hat. Ist das wirklich die Blumenwiese von damals? Wie bist du so schnell hier hingekommen? Ich bin geflogen. Die Blumen sind zwar verwelkt, aber an diese Landschaft erinnere ich mich noch ganz genau. Das muss der Ort sein. Hallo, Pokémon von damals. Erinnerst du dich noch an mich? Du hast mir geholfen, als ich mich verirrt hatte. Dank dir habe ich wieder nach Hause gefunden. Hab vielen Dank. Oh, die Blumen. Shaman. Ah, cool. Danke, Wolf. Ich habe mich auch bei Jona für ihren Rat bedanken gehen. Ich werde mich auch bei Jona bedanken gehen. Ich nehme an, du bleibst jetzt hier, um das Pokémon zu erforschen. Stimmt's? Viel Erfolg. Bis dann. Fange Shaman. Okay. Kann ich das einfach so fangen? Au. Zwing mich nicht mit dir zu kämpfen. Ich mag dich eigentlich, Shaman. Nicht im Team, aber so als Grundmodell mag ich das kleine Meerschweinchen hier. Es macht sogar Meerschweinchengeräusche. Das finde ich niedlich. Nein. Warte mal, ich könnte mal den Flügelball benutzen. Das ist ja ein flinkes Pokémon. Okay, ist es. Als Zeichen meiner Dankbarkeit sperre ich dich jetzt auf meine Wiese. Okay. Shaman, gefangen. Nächstes Ziel ist der Erztunnel hier drüben. Gut, das machen wir aber nicht mehr heute. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon-Legenden Arceus, dem Epilog. Bis dann, euer Wolf.